meine Lieben. Ja, ich drehe Orakel Beruf und Finanz. Ja. Und ich mache 3 Stapel. Ja. Eine kleine Orakel über Beruf und Finanz. Was für Botschaft die da kommt auf uns zu. Ja. Mhm. Voilà. Für gewisse Gruppe da draußen, ja? Dann tun wir das dazwischen. Mhm. Die wollte sich zeigen. Ja. Ja. So. Also Orakel, Beruf und Finanz, ja? So. Orakel, Beruf und Finanz. 3 Stapel, ja? Ja, danke schön. Ja, die wollte raus. Und für jede Stapel. Dankeschön. Orakel, Beruf. Yes, Gott, okay. Beruf und Finanz. Das ist doch okay, dann musste das sein. So, voilà. Beruf und Finanz, ja? Voilà. Wenn ich bessere Erklärung, dann mache ich mit hier, okay? So, jetzt muss ich schauen, ob es wirklich läuft. Ja, es läuft. So, und beim Klärung kann ich immer noch, Entschuldigung, Karten nehmen, ja? Also, Orakel, Beruf und Finanz, was hast du hier? Sehen Sie, Beruf, Landwirtin, Landwirt, gefährliche oder belastende Arbeit, Kündigungsgefahr, Mobbing, Achtung! Klarheit, ja, Sonne und Wärme, Mut, Tapferkeit. Du musst sehr, sehr an dieser Stelle kämpfen. Du bist so eine liebevolle Frau. Es geht um Beruf und Finanz. Die liebevolle Frau, das kann auch ein Mann repräsentieren. Achtung, Wohlwollen, Verständnis, Harmonie, Romantik, Verliebtheit, tiefe Gefühle. Liebevolle Frau, der Mann, ja. Und du wirst entweder gemobbt, ja, oder gefährliche, belastende Arbeit. Es geht auch Leute, die es betrifft, in Kategorie Landwirtschaft. Ja? Du musst mutig sein, tapfer sein. Es sucht die Energie. Du musst so Kraft haben in diese Macht der Worte. Aura streichen, reinigen, Farblehre, Kristallenergie. Das unterstützt dich in deinem Energiefeld, weil es sucht dir so viel Energie. Ja? So belastend oder gewisse Gruppe, ja, sogar erleben Mobbing. Mobbing, sehr verbreitete Sachen, Berufs- und Finanzwelt. Habe ich selbst erlebt, in eigene Haut und Knochen erlebt, ja. Ich weiß, wovon ich rede. Habe ich selbst erlebt, ja, in meinem Umfeld. Mobbing, ja, ganz verbreitetes Thema, ja. Ob es im Internet oder persönlich, Umfeld. Immer wieder wird man konfrontiert im Beruf und Berufswelt konfrontiert mit Mobbing-Situationen. Ja? Du bist so tapfer, du bist so ein guter Mensch. Ja? Kläre deine Energie. Ja? Oder wenn es zu viel von dir verlangt wird, ja? In dieser Arbeitsstelle, ja? Dann sollte man
Das ist eine Warnung, ja. Mach dir diesen Schritt, ja. Trenne dich, ja. Such etwas Neues. Du musst das nicht durchmachen, ja. Wenn du keine Unterstützung bekommst von höheren Positionen, ja, Vorgesetzte, ja, und, ja, dann geh lieber, bevor du dich kaputt machst. Du bist so liebevoller Mensch und das nutzen die Vampirenergie saugen aus. Okay? Stapel Nummer 2. Blumen. Frauenteam, Einladung zum Vorstellungsgespräch Kunst und Kosmetik ist die Rede. Lorelei. Verantwortung, Pflicht, Schicksal. Ja? Schicksalhaftes. Energie macht Leistung. Ja? Und du machst mit Herz dein Beruf. Ja? Du bist voll mit drin statt dabei. Ja? Und du bist ein Macher. Ja? Du, der Architekt, Verwirklichung, kommt, Willensstärke, Risikofreude, Unternehmergeist, sehr gute Voraussetzung für ein gutes Berufsklima und Berufsumfeld. Ja? Und es hat mit, entweder bist du in einem Team zusammen mit Frauen, ja, Frauenteam, oder du bist auf der Suche, auf eine Arbeitssuchende und es kommt Vorstellungsgespräche auf dich zu. Ja, sehr gut. Sehr gute Voraussetzung hier. Stapel Nummer 3. Was hast du? Ring. Berufswelt. Ein neuer oder ein sicherer Arbeitsvertrag. Ja? Auch wenn du auf der Suche bist, kommt auf dich zu. Home in the Sky. Abenteuer. Sei offen. Ja? Neue Hafen. Sichere Hafen. Ja, und hier steht ja ein neuer oder ein sicherer Arbeitsvertrag. Ja, geh von dieser Angst, Existenzängste, wenig Geld haben, verdiene Entbehrung, finanzielle Notlage. Ja, du kommst da raus. Es kommt ein neuer Job auf schnellstem Weg auf dich zu. Schnelle Nachrichten, Aktivität, Bewegung, ein schnelle Ereignisse. Erfolgsmeldung, siehst du, Nachrichten sind unterwegs, unerwartet Kommunikation. Okay, keine Angst haben, ja, und es geht gut, es geht vorwärts, eine neue Welt, eine neue Arbeit, ein neuer Arbeitsvertrag wartet auf dich. Positiv denken hier ist ganz wichtig, dass du in dieser Positivität von Energie bist, ja. Ja, meine Lieben, und wenn man hier, ja, beim Beruf und Finanz Orakel nicht dabei bist, ja, mach ich eine Bonusbotschaft. Ja, eine Bonusbotschaft und ich mache hier für Leute, die einen Wunschpartner haben, ja? Leute, die jemand sich verguckt haben, ja? Was da dabei rauskommt, ja, eine Bonusbotschaft für die Leute, die im Beruf und Finanz nicht in Resonanz sind, ja, da mache ich immer diese Bonusbotschaften für euch, wähle 1, 2 oder 3, 1, 2, nur für die Leute, die einen Wunschpartner haben. Was ist die Situation bei dir los? In Sache Wunschpartner. Ja, eine kurze Nachricht als Bonus. Wenn man hier mit Berufs- und Finanz nicht den Hut hat, dann mache ich das meistens. Ja? Okay, was hast du? Karte Nummer 1. Ablenkung. Hier spricht die Seele von deinem Wunschpartner. Ja? Auf Seelenebene. Es geht mir gerade nicht gut und ich brauche meine Ruhe. Einfach Zeit für mich. Ich fühle mich leer und ausgelaugt, ja? Habe kaum noch Freizeit. Ich funktioniere nur noch. Es hat wirklich nichts mit dir zu tun, aber ich möchte momentan Abstand und von keinem etwas hören oder sehen. Ich muss mich ordnen und erstmal wieder für mich zu mir selbst finden, okay? Karte Nummer 2, Wunschpartner, Treue und Loyalität. Das Thema Treue und Loyalität löst immer noch Ängste und schmerzhafte Erinnerungen in mir aus. Ich würde in der Vergangenheit belogen, betrogen, ausgenutzt. Das steckt man nicht einfach so weg.
Ich weiß, dass ich damit endlich meinen Frieden schließen muss, damit mein Herz heilen und sich der Liebe wieder öffnen kann. Karte Nummer 3. Wow. Zueinander stehen. Ich möchte es am liebsten amtlich machen, öffentlich zu dir stehen, unser Glück im Außen zeigen. Du hast es verdient, fair und gerecht von mir behandelt zu werden. Für mich ist es mehr als nur ein Flirt. Du bist wunderschön. Ja? So, meine Lieben, das war Orakel Beruf und Finanz. Ja? Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Eure Cometa Luz. Bye.